Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SFS Kolonie. Und heute werden wir die Raumstation, die Koloniemodule, genau, unserer Europa-Kolonie bauen. Und zwar habe ich schon einige von denen gebaut. Ich habe noch ein paar weitere im Kopf, die ich ausprobieren möchte. Und das Video ist hier im Grunde eine kleine Timelapse, wie ich die ganzen Module dann designe. Und dann werden wir es in den nächsten Folgen ins All bringen und dann eben auf Europa. Ich hoffe, es gefällt euch und dann beginnen wir mit der Timelapse. Thank you.
Und da haben wir es, Leute. Wir haben hier 4 Module. Oben 2 generische, beziehungsweise 4 generische Module, also ganz gewöhnliche Module. Da haben wir hier ein kleines Raumschiff. Das Landepad besteht diesmal aus Hitzeschilden, macht ja auch Sinn. Dann einen großen Treibstofftank mit über 80 Tonnen Treibstoffkapazität. Hier haben wir wieder unseren kleinen Erzbohrer. Da ist mir jetzt nicht unbedingt neues Design eingefallen. Vielleicht tut es ja noch, vielleicht mache ich es nochmal neu, aber es bleibt dann erstmal so. Und dann haben wir hier ein kleines Atomkraftwerk. Weil es ziemlich schwer ist, auf Europa irgendwie an Energie zu kommen, daher ein Atomkraftwerk mit einem kleinen Gebäude nebendran. Und das war es im Grunde. Damit haben wir jetzt hier die Module fertig gebaut. Da kommen natürlich immer wieder kleine Änderungen dazu. Aber so bleibt es fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.